passiert schon. Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein paar kräftige Klapse anzunehmen bei diesem NPC. Ich kann leider den Namen nicht aussprechen, beziehungsweise weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. An sich auch egal. Das Ganze in Zuldazar, an dieser Position. Quest ist angenommen. Nun darf ich mich hier in dieses Gehege begeben. Und hier hat man den Extra-Knopf. Solltet ihr den nicht haben, schaltet mal eure Addons aus und schaut, ob er dann da ist. Nun darf ich diesen Knopf drücken. Normalerweise bekomme ich jetzt eine Fehlermeldung. Nein. Jetzt ungültiges Ziel. Bin hier in der Beta, weiß nicht wieso ungültiges Ziel. Aber sobald ich den Mob angreife, greift auch mein junges Terrorhorn an. Naja, an sich auch egal. Den Knopf braucht man nicht unbedingt, soweit ich weiß. Vielleicht wird es ja dann auf den Live-Server funktionieren. Drücke ihn noch ein paar Mal in der Hoffnung, dass es irgendwann mal funktioniert. Ne, noch nicht. Aber wie man sieht, hat mein junges Terrorhorn sogar Jaguar. Ich hoffe, er stirbt nicht gleich. War noch gut gegangen. Vielleicht ist es auch von der Quest so getimed, dass das kurz vor dem Sterben die Quest abzuschließen ist. Das heißt, es kann gar nicht sterben. Wie gesagt, nur eine Vermutung. Quest ist nun bereit zur Abgabe. It's bübisch. Aha. Welche von diesem Emote hier? Ich werde spitzbübisch betrachtet, was das auch immer ist. Quest ist abzugeben bei Abwichterin Elkala in Zuldazar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao!